Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Omega-4-Portal. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Gehen wir einfach mal alles durch hier. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Ja, das kann ich nicht allein tun. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien sie bereit. Ich hatte ein gutes Team, ja. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Verfrieren, dann geh mal die Liste mal durch. Ashley. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Garrus? Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Liara? Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Und Tali? Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin ein Spectre. Warte mal, ich will sehen, was er da sagt. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Okay. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solas. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Und das Zweite? Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker. Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Thank you.
Das ist mal ein richtig geiles Raumschiff. Und es gehört uns. Nur uns. Gut, also Mission erfüllt. Alles Mögliche, ja. Munition für schwere Waffen, Credits, Iridium. Und, Jan. Dann warten wir noch schnell den Ladescreen ab. Und ja, das ist nochmal unser Schiff. Die Normandy. Wo wir jetzt erstmal zum ersten Mal raufgehen. Also das ist eigentlich unser altes Schiff, was sie nachgebaut haben jetzt. Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Okay. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Okay. Da wir nun geklärt haben, wer das Sagen hat, sollten wir uns mit den Dossiers beschäftigen. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Gut. Das ist ja eine Galaxiekarte, wo wir jetzt überall hinfliegen können. Und auch unsere ganzen Missionen erfüllen können und auch noch mehr Sachen machen können. Ja, wir können auf jeden Planeten Sachen abbauen oder alles Mögliche machen. Aber wir können aber nicht auf jeden landen, auf jeden Planeten. Wir können wirklich nur auf Planeten landen, wo es entweder eine Kolonie gibt oder eine Stadt oder ähnliches. Ja, und wir werden gerade alles noch ein bisschen erklärt. Gut. Willkommen an Bord, Commander. Aber bevor wir jetzt unsere erste Reise machen, genau, hier müssen wir hin. Aber bevor wir jetzt nach Omega gehen, mache ich einen Schnitt und mache dann beim nächsten Mal weiter. Also, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf Omega, wo wir dann den Professor erstmal rekrutieren werden. Und wir sehen uns hoffentlich. Bis dahin. Ciao.